Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen und Freunde des Schuhwidu YouTube-Kanals. Heute mache ich ein Video direkt für die Großeltern oder für die werdenden Großeltern, für die frisch gebackenen oder vielleicht die, die einfach nochmal ihr Wissen um die Kinderschuhe ein bisschen auffrischen wollen. Ganz einfach, weil ja nur schon eine Weile dazwischen liegt, wie man selber Schuhe gekauft hat und wie man heutzutage Schuhe kauft. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gleich wiedersehen. Deswegen bleibt gerne dran. Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle zukünftigen oder bestehenden Großeltern, die sozusagen demnächst oder in naher Zukunft mit dem Kauf des ersten Schuhs vielleicht konfrontiert werden, weil es ist ja sozusagen Lieblingsaufgabe eines jeden Opas und jeder Oma, sich dann sozusagen auszulassen und den jüngsten Spross mal ausgiebig zu beschenken. Das fängt zum Beispiel mit dem ersten Schuh, fängt das immer gerne an. Und auch da ist es mitunter so, dass da von Seiten der Großeltern ein leichter Druck aufgebaut wird. Leider, muss ich immer wieder sagen, haben sich ja die Gegebenheiten, wann man Schuhe kauft, wie man jetzt Schuhe kauft, bisschen geändert im Laufe der Zeit. So war es da, ich sag mal, vor 25, 30 Jahren war es eben halt fast immer so, dass das Kind spätestens, wenn es den ersten Schritt gemacht hat oder sogar den ersten Geburtstag hatte, dass da zumindest schon mal der erste Schuh auf dem Tisch stand. So, das ist natürlich heute nicht so. Aufgrund der vielen Erkenntnisse von Kinderärzten, Orthopäden und Sportmedizinern hat man eben halt herausgefunden, dass es doch für den ganzen Körperbau sehr günstig ist, wenn Kinder so lange als möglich barfuß laufen. Das bedeutet, wir sollten dem Fuß die Möglichkeit schaffen, so zu laufen, also gäbe es keine Unterschiede zwischen den einzelnen Untergründen, beziehungsweise natürlich auch zwischen den einzelnen Jahreszeiten. Das lässt sich natürlich nicht immer bewerkstelligen. Ich sage es mal immer ganz netterweise so: Wir leben nicht mehr in der Höhle, wir haben nicht mehr den Sandboden oder den Waldboden unter uns, sondern wir haben es heutzutage im Zuge der Zivilisation mit festen und nicht federnden Böden zu tun. Das fängt also mit dem Asphalt auf der Straße an und geht natürlich weiter in den heimischen Gefilden. Sprich, dann haben wir es mit Parkett, Fliesen und Laminat zu tun. Also auch nicht wirklich Böden, wo ich sage, da laufe ich den ganzen Tag relativ schmerzfrei, ohne dass mein Körper nicht irgendwelche Stauchungen davon trägt. So, und die Wissenschaft hat natürlich auch festgestellt, dass es heutzutage, und wir sehen es natürlich im Verkauf immer wieder, dass es gehörige Unterschiede gibt zwischen Stadt und Land mit dem Kaufverhalten. Und dass sich insbesondere auch die Fußformen bzw. die Fußgrößen sich verändert haben. Ich sage es mal so, die meistgefragte oder meistgestellte Frage bei einer telefonischen Anfrage ist es: Haben Sie auch Schuhe in der Größe 18? Haben wir. Nun muss ich allerdings dazu sagen, Schuhe in der Größe 18 verkaufen wir dreimal innerhalb von 365 Tagen. Lassen Sie es eine Zahl zwischen 3 und 5 sein. Das ist die nachgefragte Größe und das ist sozusagen die meistverkaufte Größe. Ich lasse das jetzt einfach mal so wirken, weil es ist natürlich schon ein Unterschied, weil wir natürlich als Fachfrau immer jetzt damit rätseln müssen, wenn die Mama uns oder die Oma uns nach einer Größe 18 fragt, ist das jetzt die Fuß- oder ist es die Schuhgröße? Auch hier würde ich Sie einfach bitten, schauen Sie bei uns in den Videokanal. Wir haben schon mal einige Videos zu dem Thema abgedreht. Und es ist wirklich explizit wichtig, das beides zu trennen. Fußgröße ist niemals Schuhgröße. Wir werden es auch nicht müde, hier bei uns im Geschäft bei jeder Beratung zu erwähnen, weil wir messen natürlich die Füße. Wir können es aber mit manuell oder mechanischem Messgerät immer erst ab einer Größe machen.
Das heißt, es geht meistens dann immer erst ab der Größe 20 los, Fußgröße 20. Das bedeutet also nicht, dass das Kind mit einem Schuh in Größe 20 hier rausgeht, sondern wir sind dann meistens größer unterwegs, je nachdem, wie der Schuh ausfällt. Also bitten wir immer dann natürlich, wenn Omas, Opas, Patentanten bei uns im Geschäft erscheinen und schon ganz erwartungsvoll sozusagen, juhu, den ersten Schuh kaufen wollen, dass wir dann halt bitten, immer mit dem Kind zu kommen. Ganz einfach, ich glaube, Sie sehen es schon mal hier so ganz kurz bei meiner kleinen Auswahl hier vorne. Das kann sich gravierend unterscheiden, je nachdem, ob mein Kind sozusagen schmale Füße hat oder ob mein Kind sozusagen mehr zum mittleren oder breiteren Schuh tendiert. Und das ist nur eine von vielen Fragen, die wir immer während einer Beratung sozusagen mit Ihnen zusammen abklären möchten. Denn wir möchten, dass ja die kleinen Mäusel sich wohlfühlen, dass sie sozusagen dieses neue Element unten am Fuß nicht unbedingt als störend, also im besten Fall überhaupt nicht als störend empfinden. Und das klappt aber je nach charakterlicher Eigenschaft mal mehr oder mal weniger gut. Das müssen wir leider immer so sagen. Generell bereiten wir auch gerne nochmal die Eltern oder Großeltern darauf vor, weil wir ja wissen, wie teilweise Kinder reagieren. Kein Kind ist so wie das andere. Ich sag's mal so, auf der einen Seite brüllt es und auf der anderen Seite jauchzt es. So, und genau dazwischen liegen eben halt die vielen Charaktere und Eigenschaften der verschiedenen kleinen Mäusels. Seien Sie also dessen, wie gesagt, nicht ungehalten oder ungeduldig. Ich sag mal, wer unbedingt dem Kind was Gutes tun möchte und es lässt sich halt noch ein bisschen Zeit, kann ich natürlich immer darauf verweisen, kauft einen tollen Gutschein, dann seid ihr immer mit dem Sponsoring toll dabei. Und natürlich sind natürlich Oma, Opa, Patentante und so weiter gerne bei dem ersten Schuh oder überhaupt beim Verkaufsgespräch gerne mit dabei und gesehen. Und das wäre schon mal der erste Hinweis, den man geben könnte. Guck mal, wir geben einen Teilbetrag oder den vollen Betrag, je nachdem, wie es euch möglich ist, geben wir mit dazu. Und wir möchten aber auch gerne dabei sein. Solche Wünsche werden natürlich bei uns auch immer gerne mit berücksichtigt. Wir lassen da niemanden außen vor. Wir müssen halt bloß immer wissen, wie viele Personen sozusagen zu einer Terminvereinbarung mitkommen. Denn ich sag's mal so, wer das Schuhwidu in Leipzig kennt, weiß, wir haben nicht unbedingt den größten Tanzsaal zur Verfügung. In diesem Sinne, liebe Großeltern, liebe Patentanten, seid einfach ein bisschen in Ruheposition, sage ich mal, und werdet nicht gleich ungeduldig, sobald der erste Geburtstag naht und das Kind will noch, halt noch gar nicht laufen. Ne? Kinder entwickeln sich halt sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben die kleinen wieselflinken Mäuschen, die schon mit 8 oder 9 Monaten anfangen. Jawohl, auch das gibt es. Aber die sind jetzt mehr oder weniger immer in der Minderzahl. Das sind so richtige kleine, wieselflinke Kinderchen. So, und die kannst du dann kaum noch bremsen. Die überspringen auch manchmal sogar das Krabbeln oder Robben, ne? Und gehen dann eigentlich gleich dann fast zum Laufen über. Aber das ist wirklich unterschiedlich. Und demzufolge beobachtet eure kleine Maus oder den kleinen Daniel Düsentrieb, auf jeden, je nachdem, was es jetzt gerade ist. Und dann sieht man sich halt am besten im Fachgeschäft mit dem Kind zu einer schönen, ausführlichen Beratung. Und ich denke mal, darüber freut sich jedes Kinderschuhgeschäft bundesweit. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Gerne bis zum nächsten Mal und erst recht gerne zu einem Besuch im Fachgeschäft.